Jetzt sind wir auf Sendung. Ja gut, toll. Ich habe kein Intro und ich sogar schon gar nicht auf Deutsch. Also sage ich einfach nur Tach. Auch hier schön. So, genau. Heute bin ich halt mal ein Gastgeber für eine Video-Reaction und wir schauen uns das Lied Entre Dos Tierras bei Till Lindemann an. Das ist ein Coverlied von der Band. Weißt du das gerade zufällig? Nein. Ah, das können wir ja just nachschauen. Dann kannst du das Intro ja. Genau, So. Entre dos tierras. heißt auf Deutsch zwischen zwei Welten oder zwischen zwei Erden, das soweit weiß ich schon mal. Heroes del Silencio, so glaube ich, so heißt die Band, also die das Original gesungen hat. Genau, irgendwas mit Stille. Helden der Stille, kann das sein? So würde ich das interpretieren. Ja. Ich hatte nicht so viel Spanisch. Ich hatte gar kein Spanisch, aber so, ne? Hört sich so an, ne? Genau. Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt, ich habe dir auch halt die deutsche Übersetzung nicht ins Discord, sondern in WhatsApp reingeschickt. Ja, habe ich schon durchgelesen. Genau, also irgendwie es ist ziemlich, also für mich kommt es irgendwie an wie so ein nach Beziehungsstreit. Ja, einfach mal so die Luft rauslassen, so hört sich das für mich an. Genau. Mach deinen Ja. Scheiß. Krieg deinen Scheiß gebacken und genau, geh mir nicht auf den Sack. Das ist, glaube ich, sozusagen halt die Hauptaussage. Ich weiß nicht, ob der Till das Lied uminterpretiert hat. Ich meine, ob es jetzt irgendwie halt sozusagen eine schmutzige Version jetzt ist, aber wenn wir jetzt gleich die hören und sehen, ich weiß nicht. Also, aber ich habe schon ein paar Ausschnitte gesehen. Also Till mit Dreads, also ich weiß nicht. Es erinnert mich. Ich habe auch erstmal geguckt. Also es passt nicht zu ihm, keine Frage. Aber gut, er schlüpft halt in seine Rollen und der wird irgendwas damit verkörpern wollen. Und ich bin einfach schon mega gespannt auf das Video und diese Dreads. Egal wie doof das aussieht, aber es hat mich unglaublich neugierig gemacht. Also in dem Sinne hat er alles richtig gemacht. Man sieht das, man, ne, hat die Aufmerksamkeit und man will wissen, was dahinter steht. Aber ich habe wirklich abgewartet, das Video zu sehen. Ich wollte es mir gestern bei einem Glas Wein angucken. Dann hat irgendwie irgendwas nicht geklappt bei YouTube, so wie bei dir heute wahrscheinlich. Ja. Und naja, jetzt haben wir das Vergnügen, es gemeinsam uns reinziehen zu dürfen. Genau. Genau. Und ich habe völlig vergessen, dich vorzustellen. Also hier neben mir, ja, digital neben mir sitzt Vic. Er hat seinen eigenen Kanal, Vic von Metachemie. Er macht auch YouTube-Videos in Deutsch, hauptsächlich auch über Rock, Metal. Und ja, also jetzt keine Reactions, sondern mehr Interpretation und so. Also korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, bitte. Nee, alles richtig. Was ich auch oft mache, sind einfach die aktuellen Themen auf den Tisch zu legen und einfach darüber zu reden. Meine Gedanken und vielleicht auch Gegenargumente für strittige Themen, besonders was das Thema Rammstein Till Lindemann letztes Jahr betroffen hat. Einmal Pro und Contra durchzugehen und viel bla 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 und Hauptsache Spaß haben. Um genau zu sein, bin ich nicht nur auf YouTube unterwegs, Vic von Metachemie, sondern auch bei Metachemie als Sänger und Gitarrist. Wir haben letzten Monat unser neues Album rausgebracht. Meine Güte! Normalerweise ist dieser Channel auf Englisch. Daher kann ich kein Deutsch mehr. Ich dachte, ich lerne bis dorthin Deutsch, aber ist auch egal. Letzten Monat kam unser Album raus, Musik für die Sonne von Metachemie. Gerne reinziehen auf Spotify, Tidal, Amazon Music und Apple Music und was es nicht alles gibt. Kurwa, sage ich denn nur. Kurwa, Genau. Yabana, ja. Genau. Genau. Gut, also war alles gut. Also alle Leute kennen mich, ich mache halt Reactions und ich habe noch einen zweiten Kanal, wo ich einfach halt Games zocke. Hauptsächlich Fortnite gerade, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Aber wo wir gerade von Till Lindemann lesen, sprechen, le Leute, ich kann auch kein Deutsch mehr. Das ist super, das wird schlimm für die Zuschauer, aber die müssen da durch heute. Ja. Er hat doch eine Botschaft an seine Fans geschickt, der Till Lindemann. Er hat dieses Gedicht Ja. veröffentlicht bei Instagram. Genau, also Ich versuche es gerade zu finden. genau, irgendwas aus Rot wird Braun. Genau. Genau. Genau, Till also da Lindemann, kann man, Gedicht, Fans. genau, da kann man jetzt auch wieder halt zigtausend Sachen reininterpretieren. Aber ich denke mal, dass es einfach halt ein Dankeschön ist. Er hat ja am Anfang geschrieben an alle, die bei mir sind und bei mir waren, ich wünsche euch viele gute Jahre. Das heißt eigentlich ja
Nichts weiter als Dankeschön, ja, danke für die Treue und danke für euer, ne, für das Leben, das Sag ich, es, sag es. für das Leben, das er leben darf, genau, also für den vielen guten Sex. Ja, so, das hört sich für mich auch am Anfang an. Danke, dass ihr zu mir gestanden habt. Danke, dass ihr bei mir seid. Und ich hab's gerade vor mir. Gestiefelt laufen sie die Wege, laute Vergangenheit entgegen. Was man spricht, da steht im Sinn. Auf wen man zeigt, gerichtet hin. Was gelogen ist, wird, ist wahr. Rot wird braun, nichts ist, wie es war. Was ich erstmal auffällig finde, ist gestiefelt. Das ruft natürlich so Konditionen auf, wie so eine SA oder so, die irgendwo marschiert oder eine Yes. Kulturrevolution, die da gerade, ne, zugange ist. Sehr Also militant, das, ja. ja, und aus Rot wird Braun. Da habe ich auch überlegt. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch politische Ecken gemeint sind. Ich meine, wenn man sich das überlegt, diese Vorwürfe gegenüber von Till, die kamen erstmal aus der linken Ecke, die ja mit der Farbe Rot konditioniert wird, nach dem Motto, ja, der hat die Frauen angefasst, etc. pp. Und plötzlich wurden das ultra-konservative Vorwürfe, also eher die rechte Ecke, die man mit der Farbe Braun verbindet, nämlich, ja, junge Frauen dürfen nicht mit alten Männern schlafen und Frauen haben nicht die Fähigkeit, darüber zu entscheiden, ob sie Sex haben wollen und solche Geschichten, wo aus einer, ja, der Vorwurf entstand links und er wurde tatsächlich immer brauner gefärbt. Das auch so eine Anspielung ist und auch die Lüge, klar, das glaube ich. Dieses Sinnbild versteht jeder. Schwarz auf weiß steht es ja da. Was geschrieben wird, ist wahr. Ja, Doch genau. der Haken dicht zu Gott, verbal onanieren im Komplott. Ja, nach dem Motto, es wird gesagt, so steht es geschrieben, Punkt. Es muss die Wahrheit sein. Es geht nicht anders. Genau, also unser Wort ist Gesetz, ne, Ja, genau. und wer es anzweifelt, ist ein Ketzer. Auf den Scheiterhaufen mit ihm. Genau, zurück zu den guten alten Zeiten. Früher war alles besser, ja. Genau. Früher in der Kirche sein hat Spaß gemacht. Heute ist es. Naja. Soll ich noch den zweiten Teil vorlesen oder willst du das Video schon anmachen? Nö, gerne. Du musst ja nicht sofort zur Sache. Okay. Schwer fällt der Schnee, tut nicht mehr weh. Leg Blumen auf mein Grab, lass ruhen. Das finde ich auch interessant. Das hört sich aber so an. Leg Blumen auf mein Grab, lass ruhen. Ist er tot? Also in dieser Metapher, ist er in dieser Metapher gestorben? Dann würde auch Rot wird braun eine ganz neue Bedeutung bekommen, denn rotes Blut kann bei Gestorbenen, wenn es ausläuft, auch braun verrinnen. Genau, also normalerweise, also wenn du blutest, dann irgendwann färbt es ja wieder braun. Es bleibt ja nicht rot. Also wenn du es auf ein Taschentuch tröpfeln lässt, es bleibt ja nicht komplett rot, sondern es wird braun irgendwann. So, genau. Richtig. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so sinnbildlich gemeint ist. Ich denke mal, also halt Schnee auf mein Grab. Ich meine, ich würde vielleicht sagen, okay, es hat ihn natürlich schon irgendwie getroffen, aber er ist drüber hinweg. Ja, vielleicht meint er auch damit, dass ein Teil von ihm verstorben ist. Ja, Ich würde weiß ich. es nicht. Oder Genau. vielleicht einfach auch nur ein Abschnitt, weil Künstler, die denken ja auch ganz oft in Abschnitten. Zum Beispiel denke ich jetzt in der Musik für die Sonne-Ära, weil das jetzt das aktuelle Album ist. Die Live-Auftritte sind darauf angepasst, mein Auftreten in Social Media ist an dieses Szenario angepasst und irgendwann, bums, ist dieses Kapitel zu Ende. Man sagt ja auch in der Traumdeutung, dass der Tod oftmals dafür steht, dass eine ganz bestimmte Sache zu Ende gegangen ist. Vielleicht Genau. meinte auch, dass die Sache jetzt durch ist. Also die Ära Zunge. Und auch die Diskussionen. Ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, diese Stelle überfordert mich. Ja, ich bin auch nicht ganz klar damit, was gemeint ist. Aber ja, kann gut sein, dass er einfach halt sagt, also lasst es ruhen, regt euch nicht drüber auf, wenn die noch irgendwas. Wenn die halt noch weiterhin ihre Proteste machen wollen und noch irgendjemand noch irgendwas dazu sagen möchte, lasst sie einfach, regt euch nicht drüber auf, lasst es einfach gut sein. Wir schauen voraus, wir schauen in die Zukunft. Es ist ein neues Jahr, hat angefangen und wir kümmern uns jetzt um ganz andere Sachen. Und genau, und dann geht es ja irgendwas weiter. Sie sind gescheitert, sie haben nicht das erreicht, was sie wollen. Er ist immer noch da, es geht weiter und.
Genau. Genau, und auch der nächste Satz passt zu deiner Theorie. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Lasse labern, weißt du? So viel Neid in hohlen Wehen. Hohlen Venen, ja. Hohl wird ja auch mit dem Wort hohl im Kopf, ne? Oder mit dem Ja. Wortlaut hohl im Kopf konditioniert, was auch bedeutet, versuchen Deppen zu erklären, dass er ein Depp ist. Fällt's auch auf die Schnauze, keine Chance, ne? Draußen jaulen die Hyänen, doch mit Verlaub, ihr seid gescheitert. Es geht mir gut, ja, es geht weiter. Genau, also ich habe Ja, da es passt zu deiner Interpretation auch am Ende, ja. genau, und das ist, glaube ich, dann das, da braucht man nicht zu sagen, das erklärt sich von selbst. Ja. Und ja, ich bin froh, dass er das anerkennt und dass er halt auch zu ihm spricht und sagt, Leute, ich bin okay, alles gut, macht euch keine Sorgen. Ja, finde ich super. Auch. Wirklich. Also ich hatte eigentlich so ein bisschen Angst gehabt, das ist das Letzte, was ich jetzt von ihm höre. Die Ermittlungen sind ja beendet worden von der Berliner, von den Berliner Behörden, Staatsanwaltschaft. Ich habe es jetzt nicht mehr im Sinn. So ziemlich alle haben ja dort ermittelt. Und da kam jetzt nur noch das Statement, yo, danke, dass ihr zu mir gehalten habt, ne? Und bis zum Ende gewartet habt, was da rauskommt. Und das ist jetzt nochmal ein Statement à la Till Lindemann. Es ist klar, man versteht irgendwie, was er sagen möchte. Es funktioniert auf mehrere Ebenen und sagt mit den gleichen Wörtern verschiedene Sachen gleichzeitig aus. Und das finde ich stark gemacht. Genau. Ja, genau. Also ich denke mal, da können wir uns nochmal auf viele neue Sachen freuen. Und wir gehen auch wieder dieses Jahr auf Tour. Ja, dieses Jahr bin ich nicht dabei, aber. Es freut mich, dass es mit Rammstein weitergeht und ich hoffe, dass Rammstein auch neue Kraft daraus schöpft. Natürlich führt das zu Konflikten innerhalb der Band, keine Frage, aber so ein Konflikt kann einfach auch mal so ein, ja, reinigender Regen sein. Genau, aber mir fällt auf, von der Shelby hat man irgendwie gar nichts mehr oder von der Keiler, ne? Also irgendwie ist da. Überhaupt nichts, überhaupt nichts. Ich frage mich, warum es hier so kalt ist. Ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Die steht hier gerade offen, Augenblick. Ja, klar, geh schnell. Die emotionale Kälte. Ja. Nee, da hört man gar nichts von der Shelby. Die hat hier nochmal groß angekündigt, die hat neue Beweise, die hat dies und das und hat doch noch nicht alles erzählt und jetzt kommt richtig die Sau raus und das war's. Genau. Da hat sich schon keiner mehr ernst genommen, außer ein paar Dummköpfe, weißt du? Die dann von irgendeiner moralischen Schuld gesprochen haben. Ja, 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 genau. ja, Also das ist ja. die Oh. typische heiße Luft mal wieder. Ja. Und genau, aber auch halt von den ganzen Medien, also von den ganzen YouTubern halt, die natürlich erstmal richtig laut waren. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ne, da kam auch nichts mehr. Also es war wirklich halt eine Welle, ein Lüftchen, das halt über ein paar Monate einfach geweht hat. Und jetzt widmet man sich neuen Themen sozusagen. Also in den Medien, aber auch in der Medienlandschaft, YouTube oder auch die offiziellen Medien. Also da muss halt Herr Lindemann schon wieder was nachlegen. Also ich glaube, es hat ein paar Zeitschriften, ich habe jetzt nicht offiziell gelesen, aber ich glaube, ein paar Zeitschriften schreiben wieder von Skandalvideo, das wir gleich sehen werden. Aber ich glaube, da schreiben sie bei allem hin, was er macht. Auch wenn es einfach nur ein simples Handyvideo ist von Teleban, ist es auch wieder ein Skandal. Ein Skandalvideo, wenn er einfach nur Hallo sagt. Also letztendlich ist, genau, letztendlich kann man einfach nur halt überall hinschreiben, Skandal. Genau, das ist sozusagen jetzt sein zweiter Vorname. Skandal, Lindemann. Genau. Oh Mann, ja, aber ich habe tatsächlich, das wurde ja vorweg bei seinen Mexiko-Auftritten schon im Background gespielt und ich habe mir so Live-Videos angemacht, um das im Hintergrund so ein bisschen zu hören und als ich reingeguckt habe, war dann eine richtig krasse Szene. Also klar, natürlich sehr verpixelt. Mal gucken, ob ich mich jetzt verguckt habe oder ob das tatsächlich drin ist. Aber wenn das drin ist, dann glaube ich, haben wir dieses Thema jetzt gleich nochmal mit Till Lindemann und alles, was passiert ist. Mit Skandal, Lindemann. Ja, Okay. es ist Skandal, Mann, ja. Okay, sollen wir? Okay, gut. Also, ihr wisst alle, was ihr zu tun habt. Wenn ihr das Video alleine sehen wollt, dann klickt auf den Link, den ich unten in der Infobox eingefügt habe. Da könnt ihr das Video ohne meinen Kommentar sehen. Und wenn euch das hier alles gefällt, dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Normalerweise sage ich das alles auf Englisch.
ist alles komisch, das alles auf Deutsch machen. Kurwa, sage ich dann nur. Gut. Genau, und jetzt geht's los. Also, 2, 3, 1. Eine Frau natürlich. Okay, kurz Stopp. Ja, du hast es gesehen. Also wird er gefickt oder fickt er die? Du knallt die durch, so sieht das für mich aus. Und es sieht jetzt nicht so aus, als würde die das wollen. So, Okay. weißt du, und ja, diese Szene hatte ich im Kopf. Ich glaube, da kommt sogar noch mal eine zweite. Ob ich die jetzt anders in Erinnerung habe oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, genau, das ist jetzt der spannende Punkt. Weißt du, was ich glaube? Das Video wurde schon vor Jahren gedreht. Darüber habe ich bei mir auf dem Channel berichtet. Und ja, dann war es irgendwann mal weg. Dann war es kein Thema mehr. Und ich weiß, dass viele dann gesagt haben: Ey, Vic, was erzählst du hier für eine Scheiße? Hast da Fotos gezeigt? Das sei angeblich Till Lindemann. Genau, ne? Mit diesem Hut und, so sah der aus. Ja, Und das genau. haben mir damals viele nicht abgekauft vor ein paar Jahren. Also, erstmal finde ich das erstaunlich, wie viele Jahre vorweg geplant wird, was alles veröffentlicht wird. Ja, klar. So, das finde ich unglaublich spannend. Und zu dieser Zeit wurde auch schon dieser Song, Zunge, genau, im Genau, ja. Moskauer Zirkus gedreht, ne? Also Jahre vorweg, ne? Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, weißt du, was ich mir vorstellen kann? Ich kann mir vorstellen, dieser Track sollte auf ein Album landen und wurde vielleicht im Nachhinein doch aus dem Album genommen, um das Video vielleicht zu umgehen. Oder weil man, ich weiß es nicht, aber das macht auch keinen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Man kann ja das Lied auf ein Album lassen Ja, finde ich auch. und trotzdem das Video nicht veröffentlichen. Also So, nein. mir gefällt es auch besser. Auf jeden Fall gefällt es mir besser als Rödeln. Eine Frage, ja. Genau. Aber mittlerweile, sagen wir so, bin ich auch etwas wärmer mit dem Lied. Aber ja, also das passt einfach besser. Und ich kriege einfach irgendwie halt irgendwie Ausländer-Vibes. Also das Musikvideo zu Ausländer. Das könnte jetzt irgendwie sagen, halt die dann die 18-Plus-Version von Ausländer sein. Also jetzt das Video, nicht das Lied. Ne, also ich glaube auch, er ist wieder halt irgendwie gestrandet. Ne, findet sich im Dschungel wieder. Sieht so ein bisschen aus, ja. Genau. Und ist diesmal halt eben alleine. Und jetzt scheint mir jetzt irgendwie so eine Art, so ein eingeborenen Stamm zu sein von Frauen. Ja, für mich sieht das wirklich so aus wie so eine Mischung zwischen Wendigo und so einer Amazonas. Weißt du, so ein halb Waldmonster, halb Amazonafrau, so eine wilde. Und ja, interessante Kreatur. Ich stehe natürlich so auf Spuk und Horror und das finde ich erstmal mega sympathisch, ne? Aber jetzt deine ehrliche Meinung. Warte mal, ein Punkt noch. Genau, ich dachte auch, der ist gestrandet, aber der wirkt ja relativ sauber. Aber das werden wir, glaube ich, im Stimmt. Laufe des Videos noch herausfinden. Deine Stimmt, ja. ehrliche Meinung, ist das nicht schon langsam plump, dass er... Wow, eine nackte Frau bei Till Lindemann. Was für eine Provokation. Weißt du, was ich meine? Ist das nicht schon abgenutzt? Ja, also ich übersehe das fast schon, genau. Also wenn es jetzt ein Kerl wäre, also wenn jetzt plötzlich da ein Junge wäre, den man da nackig sieht, würde mich jetzt auch nicht mehr überraschen, aber es wäre einfach mal was anderes. Aber ich denke mal, er ist wahrscheinlich, ich bin sicher, dass er straight ist. Und das ist einfach jetzt halt Teil halt des lindemannischen Universums, halt, dass da einfach Nacktheit dazugehört. Und
Ja, es ist letztendlich nichts weiter als einfach eine Art des Ausdrucks. Genau, Ja. es geht ja nicht, gut, ich meine, er vögelt ihn zwar, aber Nacktheit muss ja nicht immer gleich Sexualität bedeuten. Das stimmt auch, ja. Ja. Aber hier ist es Hier ist ist eigentlich es. fast immer auf einer sexuellen Ebene, ne? Genau. Ja. Okay, also ich mach mal weiter. Ja. Da einmal kurz Pause. Der schlingt ja jetzt gerade. Das Wasser und alles, was er jetzt so zu greifen bekommt, schlingt er gerade. Ja, also mehr Wasser schlucken ist ja nicht gerade gesund. Aber es. Nee. Nee. Das fand ich interessant. Das wird doch bestimmt irgendwie irgendwas bedeuten. Was auch immer. Ich kann es dir nicht sagen, aber irgendwas sagt in mir, das bedeutet wieder irgendwie irgendwas bei ihm. Und interessant fand ich jetzt den Pestdoktor. Denn das Foto hatte ich nämlich auch bei mir veröffentlicht vor ein paar Jahren. Warte, Dass der Pestdoktor dort mitspielt. ich gehe noch mal kurz zurück. Na, hier schon. Genau, da läuft er weg. Es war davor. Ah, da ist er. Ja, Da war er. ja. Ja, ich war zu langsam. Okay, gut. Und er erscheint gleichzeitig mit dem Vogel, der auch als Schatten erscheint. Und dieser Schatten verschwimmt irgendwie zu diesem Pestdoktor. Da besteht irgendwie eine Verbindung. Entweder hat er Halluzinationen, sieht diesen Vogel und denkt, das ist dieses Pest-Dingster-Bumster, oder? Ja. Ja, ich glaube, der Vogel hat nochmal eine tiefere Bedeutung. Genau, so halb Vogel, halb Mensch, weiß ich ja nicht, so ein Gestaltenwandler, keine Ahnung. Stimmt, kann sein. Okay, ich mach mal weiter. Was meinst du zu diesem Bildnis? Also er kommt in diese Arena rein. Für mich wirkte das so nach dem Motto, er ist erstmal zufrieden, dass er das entdeckt hat, gefunden hat. Vielleicht ist er froh, weil er Zivilisation gefunden hat. Ich hätte da jetzt noch ein bisschen tiefer interpretiert. Er ist wieder angekommen. Er ist wieder dort, wo die Show ist, wo die Bühne ist. Ja, das ist sein Ort, das ist sein Place. Ja, und dann nimmt er das alles auseinander. Sieht jetzt aber für mich nicht allzu aggressiv aus, außer in diesem einen Break hin zum Refrain. Ne, aber ich glaube, das ist den Kameraschnitt geschuldet, dass man da ein bisschen Dramatik mit reinbringt. Aber dann sieht er diesen Pestmenschen. Und sich selber mit einer Pestmaske. Genau, deswegen bin ich gerade irgendwie ja so am Überlegen, ist er das selbst? Sag mal so, ist es sozusagen einfach halt, sind das jetzt gespaltene Persönlichkeiten von ihm? Oder ist es wirklich jetzt jemand anderes? Ich meine, jetzt hier gerade in diesem Standbild sind wir jetzt wieder halt hier komplett schwarz gekleidet, vermummt. Und dann halt er nur mit dieser Maske auf und er halt da am Boden liegen da. Es scheint auch irgendwie gerade irgendwie halt irgendwie am Boden zerstört zu sein, er flennt. Ja, stimmt, ne? Er hat sich auch die Haare rausgerissen, ne? Ja, dann würde ich das vielleicht zurückziehen, dass ich sage, der war jetzt komplett zufrieden. Aber der wirkte zunächst so auf mich erstmal, ne? Ja. Genau, er hat ja auch irgendwie halt erstmal so guckt so, boah, was ist das denn? Ach du Scheiße.
Ne, also wahrscheinlich, vielleicht wird er auch verfolgt. Wahrscheinlich verfolgt ihn dieses Viech auch. Und lässt ihm keine Ruhe. Genau. Und der so, ha, lass mich doch in Ruhe. Was willst du von mir? Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Genau, ja. Wir machen mal weiter. Oder hast du noch was? Möchtest du noch was sagen? Nee, ich stehe oder sitze hier gerade mit Fragezeichen. Ja. Nicht nur du, Kurva. Okay. Ein nasses Grab. Ja. Was ist denn das jetzt passiert? Vielleicht ist er tot und alles, was er sieht, ist irgendwie Fegefeuer, Hölle? Keine Ahnung. Okay, Drogen? Genau. Gift? Genau, der hat ihm irgendwas in die Nase rein geschossen und der, wie so eine Droge, genau so. Genau, wie Koks und so weiter, ne? Genau da. Ich habe erst gedacht, das tötet ihn, aber nee, das ist irgendwie so eine Droge und jetzt auf einmal hat er so. Ja, ne? Genau, und da hat er irgendwie so ein Geschwür am Gesicht da. Ugh. Ja. Also irgendwie, ja, ich. Verwandelt er sich vielleicht auch zu einem dieser Wesen? Genau, so. Sieht nicht gesund aus, genau so. Aha, wir sind ein bisschen. Ja, Okay, das sind gut. wirklich schöne Stühle. Genau, diese Stühle sind Ja, geil. wunderschöne Stühle. Genau. YouTube-konform, also wir haben was. Hä, wieso sind wir jetzt wieder hier? Okay. Er wird ein Bogen geschlagen, ne? Ich meine, Wird ein Bogen. ich habe ja mir diese komplette Trilogie, nenne ich das jetzt mal, angesehen. Die wurde ja blockiert auf Ja. YouTube, genau, ja. Also findet das jetzt im gleichen Universum statt wie das hier, wie dieses NSL oder NLS? Ja, für mich sieht das so aus. Für mich sieht das folgendermaßen gerade aus. Also, ich glaube, diesen Dreiteiler kann man verstehen. Hat natürlich auch was mit Hirngespinsten, also durch Drogenkonsum zu tun. Und das Ganze scheint gerade wie so ein böser Traum zu sein, den er hier hatte. Möglicherweise. Ich denke, der wichtigste Punkt war für die, einen Bogen zu schlagen, einen Kreis zu schließen. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, gut, hier wird ein Abschnitt abgeschlossen. Genau. Genau, ich meine, da bei dem NSL-Video, da hat man gesehen, gut, das ist alles, war letztendlich nichts weiter als ein Trip. Nichts davon ist passiert. Er ist immer noch im Flugzeug, sie sind nicht abgestürzt und er hat einfach, genau, er hat ja am Anfang auch diese Pillen geschluckt, die halt dann diesen Trip ausgelöst haben. Und dann am Ende stellt sich fest, er ist immer noch da. Genau, aber jetzt einfach halt hier halt die Verbindung zu finden zwischen dem Entre Los Tierras und jetzt dem NSL-Video. Genau, Also weil. für mich, ich sehe diesen einen Zusammenhang. Beim NSL hatte ich das Gefühl, natürlich Drogentrip, aber irgendwie scheint es für mich auch so eine Verarbeitung. Ich kann mir vorstellen, dass Till Lindemann viel bei der Videogestaltung mitredet oder sagt, ich habe diese Vorstellung, wie willst du das umsetzen? Till Lindemann wirkt nicht auf mich wie dieser Mensch, der sagt, ja, mach mal irgendetwas, ich habe keine Ahnung. Das ist er nicht, ne? Ja, klar. Ich hatte bei NSL das Gefühl, das ist so eine Verarbeitung mit inneren Dämonen. Dieser Junge, der ihn die ganze Zeit verfolgt. Ja, Weißt du, ja, ist das vielleicht das Kind in ihm? Ja, das er vielleicht verloren hat, das wieder zurückkommen möchte? Oder ist das Schuldgefühle irgendwem anderen gegenüber? Diese exzessive Party am Ende. Ja, das ist nicht gesund, nur so zu leben. Aber Geschichten zu folgen, soll er so leben. Und ja, naja, diese ganzen nackten Frauen,
im Flugzeug, der fühlt sich ja davon irgendwann mal bedrängt. Obwohl wir eigentlich denken würden, ja, ist doch geil, Mann. So, ja. Und jetzt auch, also dieses eine Video, der wird von diesem Pestdoktor verfolgt, von diesen Monsterfrauen, die ihn irgendwie bedrohlich erscheinen und doch, ja, knallt er die, ja? Irgendwie selber ist er dieser Pestdoktor, hat selber diese Pestmaske an und doch wieder nicht. Und es wirkt auf mich wirklich sehr konfus, aber auch wie so eine Verarbeitung mit inneren Dämonen und immer dieses Gefühl, verfolgt zu werden. Ja. Das haben alle, ne, alle vier Videos? Ja, doch, auch das letzte Video mit der Party und den Bären. Klar, der steht dort an der Tür und will dort jetzt rein, weißt du? Da ist irgendwas, was ihn verfolgt. Genau. Man Aber könnte vielleicht. auch so halt nennen, also halt das Leben des Rock'n'Rollstars, so stellt man sich das halt auch vor, ne? Immer Party, Drogen, Frauen und so weiter. Aber dass es auch immer halt dann auch eine Schattenseite davon gibt, ne? Das ist einfach, wie du schon gesagt hast, das ist nicht gesund. Und irgendwann hast du einfach halt auch genug davon. Ne, dass du einfach halt sagst, okay, gut, ich habe jetzt zig Frauen jetzt eben gehabt, die sehen alle schön aus, aber irgendwie ist es einfach halt nichts mehr. Es ist nur noch leer. Genau, es hat einfach keine Bedeutung mehr. Es ist einfach nur noch Staub und Asche. Und ich fühle mich einfach nur noch leer. Und deswegen halt die Drogen, um halt wieder halt irgendwie sich einigermaßen lebendig zu fühlen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so passt. Erinnere mich auch ein bisschen an dieses Keine-Lust-Video. Ne? Da sind sie auch halt, haben sie schon alles erreicht. Ne? Sie sind fett, sie haben Geld, haben alles erreicht. Aber es ist einfach bedeutungslos. Ne? Es ist nicht mehr, Ja. wie es mal war. Genau, das ist einfach halt nur noch tot. Ne? Erfolg ist da und irgendwie hat man einfach keine Herausforderung mehr. Man hat einfach es ist einfach der Sinn nicht mehr da. Und deswegen, ja, verfällt man Es dann. gibt einem irgendwann nichts. Irgendwann stellt sich so ein Sättigungsgefühl ja auch ein. Weißt du, ob das nun Frauen ist, Erfolg oder Geld ist, irgendwann hast du diesen Sättigungseffekt. Klar, das befriedigt dich nicht mehr. Genau. Und vielleicht verarbeitet er das auch und weiß selber, dass er aus diesem Szenario nicht rauskommt. Ich meine, versuch mal aus deiner eigenen Haut zu kommen. Ist doch schwer, klar. Ja. Weißt du? Ja. Genau. Ich meine, wenn er da wirklich rauskommen wollte, müsste er einfach sein komplettes Leben, sein komplettes Sein umstellen. Da müsste irgendwie jetzt da wirklich halt ein treuer Kirchengänger werden und halt ja wirklich halt all dem abschwören. Genau. Dann halt, ja genau, dann Prediger, genau, Prediger, genau, müsste er dann werden. Ich glaube, ich höre ab und zu mal, lese ich halt Facebook, lese ich manchmal so von irgendwelchen Frauen, die einfach halt ewig lang bei OnlyFans waren, da wirklich halt erfolgreich waren, Geld, wirklich halt da sich Häuser kaufen konnten. Aber irgendwann haben sie gesagt, ich kann das nicht mehr, ich will es nicht mehr, ich will jetzt Predigerin, genau, ich predige jetzt das Wort Gottes. Genau, so ungefähr so ist einfach halt dieser Kontrast einfach halt, ne? Also wenn. Okay. Ich glaube nicht, dass Till jetzt diesen Weg einschlagen wird. Also finde ich die erste Option attraktiver. Genau, ne? Also im alten Job hast du mir besser gefallen. Genau, also das wäre, also genau, wenn jetzt jemand so ein Kirchenfuzzi wäre, dann das wäre mir noch, das wäre, fände ich noch creepiger. Vor allem würde ich ihm das nicht abkaufen und ich bin ja schon skeptisch, ne, was den Umf-Sänger, den ehemaligen, angeht. Dem kaufe ich das nämlich auch nicht ab, aber das ist ein komplett anderes Thema. Genau. Und ja, gut, hier, also das Video wirft einfach halt immer noch viele Fragen auf und ich glaube, ich muss es mir noch ein paar Mal ansehen, bis ich einfach halt soweit alle oder halt so die meisten Puzzleteile, die ich finden kann, zusammen habe, um dann einfach halt einen Sinn daraus zu gestalten. Und ja, gut, also den Text, wie ich schon sagte, ne, also ich kann hier mal ein bisschen was vorlesen. Du kannst dich verkaufen, wenn du Macht willst. Ist jedes Angebot recht. Ständig die Klappe aufreißen und dauernd seinen Senf dazu geben, das ist einfach. Aber wenn du dann irgendetwas rückgängig machen willst, dann musst du es mit deinen Spuren verwischen. Also lass mich in Ruhe, ich bin nicht schuld, wenn du auf die Schnauze fällst. Du verlierst deinen Glauben und deine Hoffnungen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich glauben soll, aber vergiss das gleich wieder. Ich habe dich nicht um Hilfe gebeten, du stehst trotzdem schon wieder bei mir auf der Matte. Du schwebst zwischen zwei Welten, da ist wenig Luft zum Atmen. Also reiß dich endlich am Riemen, sei nicht so lasch und sorge dafür, dass endlich was passiert. Auch wenn du das für, auch
auch wenn du das Ruder nicht selber umreißt, wirst du noch genug Scheiße fressen müssen. Ja, das hört sich wirklich so an, ne? Beziehungsstress, nochmal Luft rauslassen und ja, wer kennt das nicht? Ja. Das ist allzu bekannt. Genau. Aber auch, Spricht so ein bisschen aus dem Leben heraus. genau, aber auch wenn so ein bisschen eine Art Arschtritt. Sagen, krieg deinen Scheiß gebacken, komm endlich in die Ja, Gänge. genau. Sei kein Weichei, so ungefähr, ja. Mhm. Genau, aber jetzt die, aber jetzt sehe ich, also zwischen Text und Video sehe ich jetzt soweit keine Verbindungen. Ne? Denn, Nee, ich auch nicht, tatsächlich. genau, aber muss ja auch nicht sein, darum geht es auch gar nicht. Ja. Also, das Thema Tod hat definitiv einen Platz in dem Video, also von der Bedeutung her, aber auch irgendwie halt, irgendwie suchen, vielleicht auch noch, vielleicht, ich meine, ist er dann im Wasser und verschlingt alles, so was er da finden kann, wie Deibel übrigens. Und ja, so vielleicht so eine Art Hunger, vielleicht so eine Art Gier. Ne? Und daraus. Ja. Genau. Ja, stimmt. Der ist auf der Suche. Suchend ist er. Verfolgt wird er. Diese Gier, dieses Verschlingen, ja, dieses innere Loch, was man einfach nicht stopfen kann, so, weißt du. Ja, und dieser nasse Grab, der auch sehr schön dargestellt wurde, finde ich, wie er in diesen Sarg hineinfällt und dann dort im Wasser schwebt. Ja, klar. Das ist schönes Bild, gut gemacht, unglaublich gut gemacht, ja. Genau. Genau so. Und ich weiß, meine, was er jetzt darstellen soll, wahrscheinlich wieder so ein Naturi, der halt ja auf dieser Insel landet und dann einfach halt, ja. Für mich sieht er jetzt nicht aus wie ein Tourist. Also ein Tourist ist für mich irgendwie anders gekleidet, der sieht sehr vornehm aus. Er sieht für mich persönlich sehr vornehm aus mit dieser Weste, dieses Jackett und so weiter. Ich meine, würdest du irgendwo in die pralle Hitze fahren und dir so ein Jackett anziehen mit Weste drunter und Knöpfchen, Hemdchen und so weiter? Weiß ich Nee. nicht. Also es wäre nicht mein Stil, sage ich mal so. Und ich hatte da eher einen, weiß ich nicht. Ich sehe da irgendeinen Kerl, irgendeinen Prof oder einen Doktor aus der Universität? Vielleicht ein Archäologen oder irgendwas anderes, der oder ein Geschichtslehrer, keine Ahnung, Mann, der dort gerade rumläuft, aber das passt überhaupt nicht zu dem Bild, als er in diese große Arena reingekommen ist. Das passt gar nicht dazu. Und auch die Dreadlocks passen nicht zu einem vornehmen Doktor und Professor. Ja, es hat so was Widersprüchliches. Ja, das passt nicht. Nee. Genau. Nein, das passt nicht. Genau. Es bringt ja so jemanden einfach halt, der die ganze Zeit kifft. Okay, das sind wir bei den Stereotypen. Hörst den ganzen Tag Reggae-Musik und. Ja. Genau. Nee. Ach, vielleicht wollte ich einfach nochmal was Neues ausprobieren. Ich meine, ist interessant, aber passt nicht zu ihm. Ja. Gut. Und mehr kann ich jetzt auch gerade dazu nicht sagen. Wie gesagt, Ich auch nicht. ich muss einfach halt mir das Video nochmal ansehen, zwei, drei, vier Mal, bis ich da wirklich alles. Wahrscheinlich sind da noch ein paar versteckte Bilder drin, die ich jetzt einfach halt gerade keine Aufmerksamkeit geschenkt habe, weil ich einfach gerade ein bisschen von den Bildern einfach erstmal auch überwältigt war. So wie immer, wenn ich ein Lindemann-Video sehe. Und da muss man erstmal einen Schritt zurückgehen und nochmal halt Bild für Bild durchgehen und sagen, okay, was sehe ich da gerade? Okay, gut, mal abgesehen von den Frauen. Und so, ja, auch, glaube ich, bestimmt auch sehr viele versteckte Botschaften. Also, da kann man, glaube ich, wirklich die ganze Nacht, den ganzen Tag lang durch nochmal gucken und sich da was raussuchen und daraus dann irgendwie eine Bedeutung herausbauen. Ja, glaube ich auch, ja. Ja. Genau. Ja, aber interessant. Es ist halt sehr typisch, Herr Lindemann. Es ist interessant. Genau, also gut, also wie wir gerade eben schon angesprochen haben, also halt die Frauen sind zwar alle schön, aber irgendwann natürlich hat man es einfach gesehen und dann siehst du, okay, ah, wieder nackte Frauen, wieder Brüste, schön, gut, aber es gibt doch andere Wege, andere Methoden, wie du die Leute anpissen kannst sozusagen. Es muss nicht immer eine nackte Frau sein. Genau.
Ja, ich gerne ein Fass aufmachen, aber das wird dann auch wieder das Video sprengen. Mich interessiert einfach, wie kann er in Zukunft agieren? Wie kann Rammstein in Zukunft agieren? Also nicht nur er alleine, sondern auch als Band. Wie willst du neue Provokationen setzen, gerade in dieser heutigen Welt? Das ist auch eine Frage, die ich mir selber stelle, während ich meine Texte schreibe, weißt du? Wie kann ich jetzt, klar, das war jetzt auf den alten Alben nicht, ne? Aber jetzt auf neuen Album, wie setze ich da ein Ausrufezeichen mit einem Text, welches es bislang nicht gab und die Leute denken, wow, das hat er jetzt echt so ausgesprochen, weißt du, so etwas, ne? Also wie, ich frage mich, wie will Rammstein da durchkommen? Oder muss Rammstein das vielleicht gar nicht mehr machen, sondern... Dann frage ich mich eher, ob er das, was er da macht, als Provokation sieht oder ist es viel einfacher normal? Das stimmt auch, hast recht. Vielleicht will er gar nicht damit provozieren. Genau. Ja, also wenn er wirklich, also ich meine, wenn das jetzt wirklich wie noch harmlos ist, ich meine, ich finde es auch nicht schlimm, aber es gibt andere Leute, die sind einfach da ein bisschen sensibler. Aber wenn jetzt mal wirklich halt, wenn er jetzt wirklich einfach mal sagt, so, jetzt hau ich mal wirklich einen raus, jetzt habe ich die Schnauze voll und jetzt will ich euch ein Video zeigen, das wird wirklich jedem, selbst den härtesten aller Rammstein-Fans, Zellmann-Fans, wirklich von den Socken hauen, dann weiß ich nicht, was er dann bringt. Sollte es mal so weit kommen, ich meine. Ne? Aber ich glaube, dann wird es auch er alleine machen und nicht mit Rammstein. Also Till Lindemann, also halt das Projekt Till Lindemann ist einfach halt der böse kleine Bruder von Rammstein. Für mich jetzt halt. Ja, der wirkt ungehobelter und nicht so fein, viel impulsiver. Bei Rammstein merkt man, da sind einfach noch fünf weitere Kontrollinstanzen. Die Musik wirkt anders, die Videos wirken anders, die Texte wirken anders. Und hier ist wirklich, ich habe da jetzt diesen Impuls, wir machen das jetzt. Ich zahle euch auch dafür, ne? So, jetzt wird gemacht, was ich sage. Und Genau. so wirkt das dann auch, ja. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben alles soweit gesagt. Also mir fällt jetzt dazu nichts mehr ein. Also wieder ein sehr schönes Video. Es ist gelungen, mir gefällt's. Aber ich habe noch Fragen. Gefällt es dir überhaupt oder ist es überhaupt nicht so? Ich muss es mir noch zwei, dreimal angucken, glaube ich, um wirklich zu sagen, ob es mir gefällt. Da waren so einige Szenen, wo ich denke, okay, ich weiß nicht, ob Rammstein sich mit dieser Qualität jetzt abgegeben hätte oder Rammstein gesagt hätte, nee, das hätten wir noch mal gerne. Ah, doch ein bisschen anders. Aber letzten Endes kommt es ja auf das Gesamtwerk an. Für mich muss nicht alles perfekt sein. Nicht jede Lichteinstellung, nicht jeder Cut muss für mich perfekt sein. Ich muss es mir ein paar Mal angucken, aber ich. Es gefällt mir alleine schon, weil da halt viele Mystery-Elemente mit bei sind. Ich glaube, Ja. deswegen wird es mir gefallen. So. Ja, genau. So könnte ich es, glaube ich, auch sagen. Also ich kann schon mal sagen, dass ich es nicht hasse oder so mehr. Also, also ich habe jetzt keine negativen Gefühle jetzt in Bezug Nee, zu das habe ich Rammstein. auch nicht. Das habe ich Genau. auch nicht. Ja. Okay, gut. Dann glaube ich, würde ich jetzt sagen, wir machen hier jetzt den Cut. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt. Genau, schaut bei ihm vorbei, bei Vic, bei Metachemie, falls er Deutsch versteht. Und genau, ich muss jetzt halt noch gucken, wie ich das Ganze jetzt ins Englische übersetze. Und dann, genau, also wie du gesagt, du kannst das Video dann gerne auch bei dir hochladen. Ich denke mal, das wird auch deine Gefolgschaft interessieren. Denke ich auch. Genau, Natürlich dann auch in meinem Stil, ne? Ich mache ja immer so diese kurzen 10-Minuten-Dinger und dann schneide ich ein paar Sachen zusammen mit. Hier, Leute, die richtige Show gibt's bei Sir Wolf, ne? Genau. Ich werde es auch ein bisschen schneiden, weil jetzt sind wir fast schon 15 Minuten am Aufnehmen. Ist krass, wie die Zeit vergeht. Krass, ne? Ja. Genau, und dann wird es auch dann irgendwann auf meinem Kanal sein. Also, dann danke ich dir vielmals, dass du hier besuchen warst. Ich danke Und. für die Einladung und nochmal an die Zuschauer, wenn ihr bis jetzt ausgehalten habt, Alter, dann könnt ihr auch mein Gelaber gerne bei mir auf dem Channel antun. Vic von Metachemie, merkt euch Metachemie, gerne auch auf Amazon Music und Spotify reinziehen. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal und schönes Wochenende.